dass die da oben sitzen, okay? So. Dann machen wir das halt zusammen, wir zwei. Hallo, liebe Buddies. Kalli und ich begrüßen euch heute zusammen. Oh, toll, Kalli. Muss das sein? Eierschlecken, Pipi, ja. Danke. Okay, Kalli? Hallo, liebe Buddies. Hallo Friends, heute haben wir Karfreitag. Schönes Wetter ist, wir sind in der Box. Wir haben auch ein bisschen Sport gemacht. Sehr schön, das hat sehr gut getan. Ja, heute tut sich an sich nicht allzu viel. Ist auch mal okay. Wir hatten, das ist ein bisschen Hashtag Werbung, Lululemon hat so eine ganz tolle Aktion für die Ambassadors ins Leben gerufen. Die haben einen vorgestellt und man konnte sich dafür bewerben. Und Lululemon hat dann ausgewählt, welche Leute sie unterstützen, also welche Ambassadors. Und man konnte bis zu 20.000 Dollar kriegen, also zwischen 10.000 und 20.000 Dollar. Wir haben uns da auch beworben, haben leider nichts gekriegt. Ist aber auch vollkommen in Ordnung, da wir zum einen erst recht kurz Ambassador sind und zum anderen gibt es vermutlich einfach auch Unternehmen, die sind härter getroffen als Malte und ich. Wir haben einfach das Glück, dass wir zum einen nur wir beide sind, die auf ein Gehalt von hier angewiesen sind und wir nicht noch irgendwie festangestellte Mitarbeiter haben. Und zum anderen haben wir halt auch einfach wirklich eine tolle Community und in Deutschland, glaube ich, wird man auch nicht ganz so hart am Ende getroffen. Also es gibt bei uns ja ein gutes System, dass man immer irgendwie abgefangen wird, wenn irgendwas nicht so gut läuft. Deswegen vollkommen okay, aber ich finde nichtsdestotrotz die Tatsache mega cool, dass so ein Unternehmen, das weltweit halt am Start ist, guckt, hey, kann ich irgendwie den Leuten, die mit uns zusammenarbeiten, wie kann ich die irgendwie unterstützen und wir haben da was und das finde ich mega cool. Ich kenne da nicht so viele Unternehmen, muss ich sagen, die so sind, gerade in der Fitnessbranche. Deswegen vielen Dank an Lululemon für die Möglichkeit und die Unterstützung, die Ambassadors da bekommen können. Mega cool. Ja, und am 14. April, ich glaube der 14., setzten sich ja die Länder mit der Frau Merkel zusammen, also nicht wirklich, aber sinnbildlich und entscheiden darüber, wie das weitergeht nach dem 19. April. Das ist ja aktuell unser Stichdatum mit der Boxschließung. Wir gehen davon aus, dass wir nicht am 20. April öffnen dürfen. Also irgendwie das Bauchgefühl sagt, es wird nichts. Aber wir hoffen irgendwie auf Anfang Mai. Deswegen heißt es einfach mal Daumen drücken, dass wir nicht die Letzte sind, die irgendwie aufmachen dürfen. Gell? Ansonsten erstmal bis dann. Hallo, hallo. Heute ist Samstag. Es ist Fundraiser Workout Time. Malte macht drüben die Live-Class. Voll viele Leute heute am Start, 25 glaube ich. Mega cool, das ist super. Könnt ihr mal schauen, gell? Let's go! Super, ganz stark.
Wir fahren wieder Pullis aus. Letzte Fuhre, pünktlich vor Ostern. Gut, ne? Und dazu gibt's Sternhimmel. Dem Streckenverlauf 1,5 Kilometer folgen. Ah ja, alles klar, vielen Dank. Auf Wiedersehen, bis später. So, wir sind im übertriebsten Kaff. Entschuldigung, Sandra. Ehrlich. Gerade war sie noch in der Live-Class. Und jetzt vielleicht am Einkaufen. No luck. Aber da, du wirst. Da fährst du einmal nach Hede. Was ist nicht da? Aber sie wird sich freuen, hier wird bestimmt nicht geklaut. In diesem Sinne, schöne Ostern. Ostersonntag. Was geht? Die Frage geht an dich. Was geht? Nicht so viel. Beitrag. Heute ist Dienstag, na, der 14. April, der Dienstag nach Ostern. Morgen sollen sich die Länder mit der Frau Merkel besprechen, wie das jetzt so in Deutschland weitergeht. Ja, wir sind gerade nicht so optimistisch. Wir vermuten, dass wir so die Letzteren sein werden, die öffnen dürfen, was uns irgendwie traurig macht. Wir wollen nichts verrufen, wir waren eigentlich die ganze Zeit sehr positiv, aber wenn man so hört, wie die Pläne sind, das ist einfach kacke. Das macht uns gerade irgendwie ein bisschen traurig, obwohl wir noch gar keine Gewissheit haben, aber man denkt halt extrem viel nach. Wenn man halt dann hört, was die öffnen wollen zum Teil, fragt man sich natürlich, ja gut, wir können das wahrscheinlich hier bei uns in der Box derbe gut tracken, wenn man eine kleine Gruppe hat von 5, 6 Leuten beispielsweise. Wir haben 2 Hallen. Wir könnten in der einen Halle unterrichten und in der anderen. Wir könnten Sicherheitsabstände von mehr als 2,5 Metern gewährleisten, weil wir einfach den Platz haben. Und sauber machen tun die Leute hier eh. Ich glaube, dass jeder sehr sensibilisiert ist aktuell und sogar noch mehr drauf achtet. Man kann Umkleiden schließen, man kann Duschen schließen. Das wäre alles nicht so das Problem. Und dann fragen wir uns natürlich, was unterscheidet das zu einem Baumarkt oder Supermarkt oder so, wo manche Leute auch überhaupt nicht drauf achten, wo sie stehen, wo sie hinhusten. Und das ist halt dann irgendwie unfair und nicht gerechtfertigt. Und so ist gerade irgendwie ein bisschen die Denkweise. Ja, ist halt einfach gerade kacke. Also gerade geht es uns nicht ganz so gut. Ja, was soll man dazu sagen? Dann habe ich mich gestern mal ein bisschen mehr belesen. Die Soforthilfe, wenn sie dann kommt, ist halt für Liquiditätsengpässe gedacht. Das heißt für Miete und so weiter, aber jetzt nicht für Maltes und mein Gehalt in dem Sinne.
Das heißt, wenn es bei uns knapp werden sollte, müssen wir Hartz IV beantragen. Ist geil, Harzer, unverschuldet. Wollen wir es mal nicht hoffen. Ja, wir sind einfach gespannt, was die morgen beschließen. Morgen Abend gibt es dann dazu hoffentlich eine Information, dann können wir auch ein bisschen mehr sagen, wie es hier so weitergeht. Ja, ist halt irgendwie scheiße. Wir hatten irgendwie gehofft, dass wir im Mai öffnen können. Wir hatten noch gehofft, dass der Buddy Cup stattfinden kann. Buddy Cup ist auch so ein Thema, der ein bisschen gerade schwankt und in der Schwebe ist, ob wir den da stattfinden lassen können, ob wir es wollen, ob wir den verschieben. Ist alles schwierig. Ja, Jackie ist traurig. Naja, schauen wir mal, ne? Der Einzige, der immer gut drauf ist, ist Kali. Der hält allein auf. Der ist süß. Naja, in dem Sinne, bis dann. Ja, jetzt war gerade diese Pressekonferenz. Tja, super. bleibt uns mal wieder nichts anderes übrig, als jetzt bis zum 4. Mai zu warten, was die Kontaktsperre betrifft. Dann werden sie uns am 4. Mai sagen, dass wir wieder 2 Wochen warten müssen. Dann werden sie bestimmt wieder sagen, 2 Wochen. Ich bin einfach stinksauer. Hallo, so wie meine Haare heute aussehen, so ist auch die Stimmung zerzaust und müde und genervt. Wir haben uns gerade dazu entschlossen, das ist gerade gestern nach dem Beschluss, dass wir den Buddy Cup verschieben. Haben jetzt ein neues Datum, nämlich im September, den 19. und 20. September. Wir hoffen, der kann da auch wirklich stattfinden. Und jetzt schicken wir gleich eine E-Mail raus an die ganzen Athleten, Helfer, Partner und so weiter.